Willkommen zurück zu Bild Sport. Und nachdem ja Xabi Alonso schon abgesagt hatte und bei Bayer Leverkusen bleibt und jetzt auch Julian Nagelsmann beim deutschen Rekordmeister als Trainerkandidat abgesagt hat und beim DFB bleibt, bleibt ein ganz großes Fragezeichen beim FC Bayern, wer denn ab Sommer übernimmt. Walter Straten war mal wieder kreativ in seiner Kolumne. Die Lage der Liga hat er einen sehr interessanten Vorschlag. Es war eine gute Woche für den deutschen Fußball. Bayern, Dortmund und Meister Leverkusen in den europäischen Halbfinals. Die Nationalmannschaft behält Bundestrainer Nagelsmann. Und das unterhaltsame Trainersuchspiel in München geht weiter. In Bayern-Fanforen werden viele Namen diskutiert. Neben den üblichen Zidane, De Zerbi, Emery und Rangnick auch Arne Slot. Arne wer? Der Holländer Slot führte Feyenoord Rotterdam zweimal in Folge zur Meisterschaft und gilt wegen seines Powerfußballs als eine Art Tulpenklopp. Aber warum die Kopie holen, wenn man vielleicht sogar und mit etwas Geduld das Original bekommen kann? Die Idee, Jürgen Klopp zu Bayern, ist bei weitem nicht so bekloppt, wie sie klingt. Erstens, richtig, nach Liverpool legt er ein Sabbatjahr ein. Das zieht Klopp auch durch. Zweitens, die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko hätte ihn als Bundestrainer schon gereizt, ist jedoch durch Nagelsmanns Vertragsverlängerung erledigt. Und da Klopp, wie versprochen, keinen anderen Club in England mehr übernehmen will, könnte der deutsche Rekordmeister ja eine Alternative für ihn sein. Drittens, um mit Klopp 2025 die perfekte Lösung zu haben, müsste Bayern eine Einjahresüberbrückung wagen. Mit Kovac, Flick, Magath und Van Gaal stünden sogar Ex-Meistertrainer bereit. Dazu kämen noch Streich oder Löw. Vorteil Klopp? Aus der komplizierten Bayern-Führung mit den Großkopferten Jürgen Rummenigge, Heinrich Dresen bekäme Sportvorstand Ebert bei dem Namen Klopp definitiv keinen Widerspruch. Und das wäre doch mal was Neues. Herr Herrlich. Ihre Meinung, ist das die nächste Spinnerei von Walter Straten oder ist das eine charmante Idee? Ja, Spinnerei haben Sie jetzt gesagt. Da reden wir hinterher noch drüber. Okay. Ja, ich glaube an so Konstellationen nicht, weil angenommen, die Übergangslösung macht es dann sehr gut. Mannschaft und Trainer finden sich, sie sind sehr erfolgreich. Dann kann man nichts wechseln, nicht wechseln, das funktioniert einfach nicht. Und ich glaube nicht, dass Jürgen Klopp sich auch zu so einer Lösung bereit erklären würde. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, obwohl es natürlich der Gedanke schön wäre, dass Jürgen Klopp wieder in der Bundesliga trainiert, wird die Bundesliga aufwerten. Das wäre einfach eine schöne Sache. Walter, wer bleibt denn da noch? Lass uns mal gemeinsam drauf blicken auf die Kandidaten. Also ich stelle fest, ihr nehmt mich alle nicht ernst hier. Du kannst gleich noch mal das Thema Klopp vertiefen, weil wir blicken nämlich darauf, wer denn jetzt noch übrig bleibt beim FC Bayern als möglicher Kandidat für Thomas Tuchel ab Sommer. Xabi Alonso und Julian Nagelsmann fallen raus, haben wir gerade schon gesagt. Walter, dann bleiben noch Ralf Rangnick, Zinedine Zidane, Unai Emery, De Zerbi und ein möglicher Mr. X, den du dann mit Klopp füllen könntest, wenn du den möchtest. Da fehlt noch ein X bei Zinedine Zidane, weil wer gestern genau hingehört hat, was Max Eberl bei Sky gesagt hat, Englisch muss er sprechen. Und dann kam er durch, Zidane spricht nicht Englisch oder nicht gut genug Englisch. Also Zidane hat Eberl quasi damit schon indirekt ausgeschlossen. Da würde ich auch ein Häkchen dran machen. Mein Favorit jetzt, möglicherweise auch der des FC Bayern, ist Emery. Ich glaube, Stand jetzt, am Ende wird es auf ihn zulaufen. Momentan Trainer von Aston Villa. Hatte einige Erfolge, auch schon in Spanien sehr populärer Trainer. Können Sie sich das vorstellen, Herr Herrlich, der bei Bayern? Ja, natürlich. Bayern ist immer noch eine absolute Top-Adresse. Auch wenn man jetzt weiß, dass man nicht mehr die Nummer 1 oder die Nummer 2 ist. Aber ich glaube auch, dass der Kader sehr gut ist, dass man mit Bayern München sehr viele Erfolge feiern kann. Aber es ist immer noch die Möglichkeit, dass man dieses Jahr auch noch den ganz großen Erfolg schaffen kann. Und dann wird neu gewürfelt. Das ist meine Meinung, die habe ich auch vorher vertreten. Da glaube ich. Also, Thomas Tuchel, weitermachen. Ich glaube, dass wenn du den ganz großen Erfolg hast nach dieser
nach dieser Kerbe dieses Jahr, nach diesem Tal, wenn du dich dann findest, dann ist doch eigentlich alles weggeräumt, um in Zukunft erfolgreich miteinander zusammenzuarbeiten. Natürlich ist es wichtig, dass du die Erfolge dann auch hast. Also jetzt im Halbfinale dann auszuscheiden, wird dann nicht reichen. Wobei, Herr Herrlich, in der Außendarstellung wäre das natürlich wieder mal ein maximaler Fauxpas von Bayern München, wenn sich jetzt herausstellen würde, dass man dann doch wieder einen Rückzieher macht. Und es ist ja auch so, dass sich der FC Bayern doch nicht mehr ganz aussuchen kann, wen er denn haben möchte. So kam dann auch die Alonso-Absage und die Nagelsmann-Absage. Und zu der hat sich ja Max Eberl auch noch mal geäußert gehabt. Schauen wir noch mal, was er dazu gesagt hat, der Sportvorstand des FC Bayern, und können das dann sehr gerne vertiefen. Ich würde es jetzt nicht als Absage bezeichnen, sagt nämlich Max Eberl. Irgendwann hat man gemerkt, der Stachel von damals sitzt noch tief. Die Trennung ist noch sehr frisch. Da war es nicht überraschend, dass er sich für den DFB entschieden hat. Dann müsste ja im Umkehrschluss eigentlich der Stachel jetzt bei Thomas Tuchel auch so tief sitzen, dass man den bis Sommer jetzt nicht mehr rauskriegt, oder? Ja, Sie haben ja gerade von Fauxpas gesprochen. Wenn man bei Nagelsmann bereit gewesen wäre, das nochmal zu ändern, warum dann auch nicht bei Thomas Tuchel? Ja, weil die Verantwortlichen, die Nagelsmann gefeuert haben, sind nicht mehr da. Kahn und Salihamidzic. Deswegen, gut, Eberl war auch nicht da. Nach der Logik könnte man es so machen. Aber ich glaube... Ja gut, in der Situation damals, also ich glaube, das waren jetzt auch nicht die aller schlechtesten, die da am Werk waren. Gab es sicherlich Gründe. Die Ergebnisse waren auch nicht immer toll. Man war zwar noch in allen Wettbewerben vertreten und hatte die Möglichkeiten, auch alles zu gewinnen. Aber es gab sicherlich auch Gründe, diese Entscheidung zu treffen. Man hat die sich auch nicht einfach aus den Fingern gesaugt. Aber trotzdem hat jetzt ein Umdenken stattgefunden. Man hat gesagt, man beschäftigt sich wieder mit Nagelsmann. Aber genauso muss man offen sein, sich dann auch wieder, wenn die Ergebnisse jetzt kommen, zu überlegen, ob man mit Tuchel doch weitermacht. Also es ist vieles noch in Bewegung beim FC Bayern. Noch lange nicht geklärt, wer da im Sommer an der Seitenlinie steht. Und zu dieser Unruhe in der Trainersuche hat sich auch der jetzige noch Trainer Thomas Tuchel geäußert. Weiß ich nicht. Ich meine, wir leben ja nicht auf einer Insel. Die Spieler werden das mitbekommen. Mich persönlich interessiert es nicht so brennend oder sagen wir mal, mich interessiert es. Aber es ist beeinflusst meine Vorbereitung und Konzentration auf die Spiele nicht. Und ich denke, wir haben heute bewiesen, dass es den Spielern genauso geht. Ja, und wir wollen jetzt mal sprechen, wie denn der Stand ist beim FC Bayern, und sind dafür jetzt zugeschaltet bei unserem Reporter Heiko Niederer, bei unserem Bayern-Reporter. Hallo. Hi, schöne Grüße, servus aus München. Heiko, sag uns doch jetzt einmal, wir haben jetzt so viel geredet und gelabert hier im Studio. Wie ist denn nun der Stand der Trainersuche beim FC Bayern? Ja, gut, wir wissen ja, welche Absagen es gab. Man hatte am Anfang Xabi Alonso im Visier, man hatte zuletzt Nagelsmann im Visier. Das ist seit Freitag Geschichte, er hat sich zum DFB bekannt. Ja, die Liste ist sicherlich kleiner geworden. Was wir hören, sind im Moment zwei Trainer aus England, die ihr ja auch schon besprochen habt, ziemlich weit oben auf der Liste, nämlich Roberto De Zerbi und eben Unai Emery, wobei Emery vielleicht tatsächlich der aussichtsreichste Kandidat momentan ist. Der hat ja schon durchaus bewiesen, dass er Titel holen kann mit Sevilla, dreimal in Folge die Europa League gewonnen. Da ist natürlich so ein bisschen vielleicht das Problem, er hat noch einen langen Vertrag bei Aston Villa, und ob die ihn einfach so ziehen lassen, ist dann wieder die Frage. Aber ja, das sind wohl so die Favoriten momentan. Wir haben Heiko Herrlich im Studio, und der hat gesagt, wenn der ganz große Wurf gelingt, Champions League-Sieg, dann, glaubt er, könnten die Würfel nochmal neu gemischt werden, und dann könnte es auch sein, dass Tuchel bleibt. Ist das so? Also ich glaube, die Chance liegt im sehr, sehr geringen Promillebereich, weil ich glaube, diese Erkenntnis wollen sich alle dann nicht geben, zu sagen, man hat da so falsch gelegen mit dem Trainerrauswurf. Aber klar, wenn man die Champions League gewinnt, dann hat man natürlich mit Thomas Tuchel einen Champions-League-Siegertrainer. Ob man den dann einfach gehen lässt, muss man tatsächlich sich die Frage stellen. Und er hat natürlich international immer noch einen ausgezeichneten Ruf, das muss man ganz klar sagen. In England fragen sich viele, was da eigentlich in Bayern passiert ist mit Thomas Tuchel, dass das so schief gehen konnte. Ich glaube aber, es ist tatsächlich dann doch irgendwie zu viel Porzellan zerbrochen zwischen Bayern und Thomas Tuchel. Und ich glaube, diese Variante wird es am Ende nicht geben. Walter Straten hat ja heute in seiner Lage der Liga fantasiert, würde ich sagen. Er hat von einem möglichen Klopp-Szenario geschrieben, ne? 2025 mit einer Übergangslösung. Ist es Stuss oder möglich? Also
aus Bayern-Sicht muss man natürlich sagen, das wäre natürlich der ganz große Wurf. Das wäre die Königslösung. Das würde sogar Xabi Alonso und so weiter in den Schatten stellen. Das wäre das Beste, was man machen könnte. Ich kann es mir aus Klopps Sicht ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen. Wenn man sich mal anguckt, was er in den letzten Jahren gemacht hat. Er hat sehr lange Dortmund trainiert. Er hat dann sehr lange Liverpool trainiert. Das waren beides so Herzensangelegenheiten, wo eine besondere Beziehung entstanden ist. Ich kann mir das irgendwie bei Klopp und Bayern schwer vorstellen, dass sowas möglich ist. Und ich weiß auch nicht, ob er das so auf seiner Bucketlist hat, dass er unbedingt nochmal Bayern trainieren muss. Ich kann es mir momentan ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber man soll natürlich niemals nie sagen. Fakt ist, egal wer Trainer wird beim FC Bayern, in der Mannschaft wird sich einiges verändern im Sommer. Welche Spieler siehst du jetzt losgelöst von der Trainerfrage nicht mehr beim Club ab Sommer? Ja, das ist natürlich eine große, schwierige Frage. Man hat ja sehr lange in den letzten Wochen von dem großen Umbruch geredet. Jetzt zuletzt durch die Erfolge der Champions League wurde zuletzt von Max Eberl und Co. dann wieder ein bisschen das revidiert. Vielleicht wird da doch nicht ganz so groß der Umbruch. Und die meisten Spieler haben ja auch noch Verträge. Ich könnte mir aber doch vorstellen, dass es einige Abgänge geben wird, auch einige Prominente. Alphonso Davies zum Beispiel ist ein heißer Kandidat. Bei dem hat man in den letzten Wochen schon das Gefühl, dass er nicht so richtig mehr bei der Sache ist. Da gibt es immer wieder diese Real Madrid-Gerüchte. Und da könnte ich mir vorstellen, dass der auf jeden Fall den Abgang macht. Serge Gnabry sicherlich auch ein Kandidat. Der hat eine schwierige Saison hinter sich mit vielen Verletzungen und konnte da nicht so ganz seinen Stempel aufdrücken. Generell auf den Flügeln wird man sicherlich überlegen, was passiert mit Coman, was passiert auch mit jemandem wie Brian Saragossa, der überhaupt noch nicht angekommen ist in München. Also da könnte sich einiges tun. Große Frage natürlich auch zum Beispiel Joshua Kimmich, Vertrag bis 2025, der immer mal wieder so ein bisschen liebäugelt, vielleicht doch noch den Wechsel ins Ausland zu machen. Da stehen theoretisch die Top-Clubs Schlange, um ihn zu verpflichten. Und Bayern weiß natürlich, wenn man noch Geld kassieren will, wissen wir ja alle, dann muss das diesen Sommer passieren. Also würde ich jetzt auch nicht komplett ausschließen. Der hat ja auch gerade so ein bisschen kritische Worte gegenüber den Bayern-Bossen gesagt. Er hätte sich in seinen schwierigen Phasen diese Saison mehr Rückendeckung gewünscht. Also das klingt ein bisschen danach, dass er vielleicht zumindest mal überlegt, ob es noch was anderes gibt außer Bayern München. Also es könnten durchaus, glaube ich, einige große Namen den Verein verlassen. Wie groß der Umbruch am Ende wirklich wird, hängt wahrscheinlich dann auch ab davon, wie jetzt die Saison weitergeht und welcher Trainer kommt natürlich. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Transfer, Sommer, Heiko. Du wirst uns auf Stand halten. Vielen Dank für dein Update aus München. Danke, schöne Grüße nach Berlin. Transfersommer bedeuten ja auch immer sehr viel Arbeit für den Sportvorstand natürlich in allererster Linie und die Geschäftsleitung und natürlich auch für unsere Reporter. Aber wer es letzten Endes wird, das hat Max Eberl noch nicht verraten, aber zumindest hat er mal durchblicken lassen, welche Charakteristika denn der neue Trainer mitbringen muss und sollte. Der Trainer muss nicht Deutsch sprechen, sagt er, aber Englisch sollte er schon sprechen. Am liebsten hätten wir bis Ende April einen neuen Coach. Aber wenn es ein bisschen länger dauert, dann dauert es eben ein bisschen länger. Wir wollen es zügig machen, müssen es aber auch richtig machen. Wir sind jetzt sehr final und hoffen, dass wir bald etwas verkünden können. Walter, das klingt ja schon sehr danach, als ob er mindestens 1 bis 2 Trainerkandidaten auf der Liste hat, mit denen es schon sehr konkret sein könnte. Ja, wenn man sich Max anhört bei den Interviews, da wirkt er immer sehr zuversichtlich und sehr selbstbewusst. Deswegen hatte ich auch das Gefühl, er wäre mit Nagelsmann weiter in der vergangenen Woche, bis die Tendenz denn auch bei Nagelsmann so seit Dienstag etwa klar Richtung DFB ging. Das Problem bei beiden ist ja, De Zerbi oder bei Emery, die stehen beide noch bei Vereinen unter Vertrag, werden Ablösekosten. Auch mit den Vereinen muss man denn erstmal reden. Aston Villa möglicherweise qualifiziert für die Champions League in England. Die werden natürlich ungern ihren Trainer abgeben, zumal Geld ist für englische Vereine ja nie das Hauptproblem. Das haben sie ja noch mehr als die Bayern. Also das wird kein leichter Ritt werden. Oder er hat eine Klausel, die bisher nicht bekannt ist, weiß man ja bei Trainern. Ne? Hast du auch mal Klauseln gehabt? Ich hatte nie Klauseln. Keine Ausstiegsklausel als Trainer. Okay. Aber heutzutage ist es schon schwer in Mode, ne? Die Ausstiegsklausel. Ja, früher hatte ich immer die Einstellung, dass gerade Führungspersonen eigentlich keine Klausel haben dürfen. Es ist schlimm genug, wenn Spieler die haben. Aber da ändert sich auch was. Ja,